Willkommen zurück zu Top oder Flop und heute mit zwei PlayStation Games am Anfang. Und ja, den Rest muss ich mir noch überlegen. Effect Presents und wir sehen erstmal ein Intro und gucken uns das erstmal an. Okay. Kann man es vielleicht irgendwie überspringen? Nein. Kann man irgendwie nicht. Okay, und wir haben gerade so einen Meteoriten verschluckt und haben jetzt irgendwie besondere Fähigkeiten oder so. Magnetic Power oder Magnetkraft oder wie? Okay. Jetzt kriegen wir irgendwie von Aliens mitgeteilt, dass wir jetzt magnetische Fähigkeiten haben. Das ist schon mal ein sehr schönes Intro für den Anfang. Okay. Also bis jetzt sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Picks the Big Adventure. Start Button scheint gerade nicht so richtig zu wollen. Ich mach mal Shift F1, das war ja glaube ich safe. Und melde mich gleich wieder, weil der Start Button will wieder mal nicht. Bis gleich. So, die Controlling scheint endlich mal ordentlich zu funktionieren. Jetzt können wir eigentlich in die Story Mode gehen und mal gucken, was uns dort erwartet. Okay. X, okay, Story Mode, New Game. Parade Feld, okay. Alles schon mal ganz nett bisher. Und mal gucken, wie ein Spiel so ist. Ja, erster Kritikpunkt muss ich sagen, das Spiel ist für ein PSX-Game mir ein kleines bisschen zu verpixelt von den Texturen. Da habe ich wirklich schon bessere PSX-Spiele gesehen. Und ja, Wasser ist also nicht gut. Die Steuerung ist relativ in Ordnung. Ich verstehe auch noch nicht wirklich so, was denn der Sinn jetzt meiner Aufgabe ist. Gut, ich soll jetzt zum Tempel kommen, wurde mir gesagt. Aber ich verstehe noch nicht so ganz die Steuerung und die ganzen Tasten. Befehle, gut, das wird so ein Magnetfeld gewesen sein. Ansonsten bin ich hier gerade ein bisschen überfragt. Und vor allem weiß ich gerade nicht, wie ich überhaupt Gegner killen soll. Ja.
Das scheint so ein Fan zu sein, aber... Ich hab grad echt keine Ahnung, was hier was ist, weil es wird einem absolut gar nichts irgendwie erklärt. Gut, das war der Attack Mode. Und dieses Schild scheint uns vor dem magnetischen Anziehung zu schützen. Und was ist das? Ist das ein Jojo oder so? Gut, jetzt bin ich komplett Game Over. Das klingt wie so ein abgestumpftes Pikachu irgendwie, keine Ahnung. Also eins möchte ich hier schon mal vermerken. Das Spiel ist wirklich kein PSX-Highlight. Und ja, hier muss ich dem Grafischen leider eine 2 verteilen, weil das ist wirklich gerade nicht sonderlich schön hier anzusehen, diese ganz Pixelgrafik. Also das tut schon ein ganz kleines bisschen in den Augen weh. Ich meine, gut. Und vor allem diese Magnetfelder gehen mir auch langsam auf den Sack. Musikalisch muss ich dem Game hier leider auch eine 2 verpassen, weil... Ja. Es fehlt die Levelmusik. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so, aber es fehlt die Levelmusik. Und ich meine, wie kann man denn bitte schön eine Stage machen ohne Ingame-Musik? Das ist doch... Selbst Tomb Raider hat Ingame-Musik, aber... Dieses Game hat ja quasi gar keine Ingame-Musik und außerdem ist das Gameplay grottig. Muss ich sagen, grottig. Gut, ich würde sagen, insgesamt eine 2, Leute, das macht mir gerade überhaupt keinen Spaß hier. Dieses Game ist wirklich kein schönes PSX-Game. Sorry, Leute, aber es ist kein schönes PSX-Game. Niemals. So, unser nächster Kandidat ist ein Mario-Game. Super Mario 4. Mit irgendwie dem Cover von Mario 64. Und man sieht schon an der Schrift, es ist offensichtlich aus Japan. Ready? Okay, ist auf Englisch und... Was zum Teufel ist dies für ein Mario-Game? Ich meine, gut, die Steuerung... Okay, ich nehme es zurück. Die Steuerung ist nicht gerade per excellence, weil sie ein kleines bisschen nachhängt. Und das ist etwas ungewohnt und Mario scheint irgendwie mit Champignons zu schmeißen. Warum er das auch immer kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Mario-Steuerung doch recht merkwürdig, finde ich. Ja, das kann man ja auch wunderbar ahnen, dass das passieren würde. Die scheinen auch teils Gegner von Mario Land mit drin geschmissen zu haben. Und ich meine, Leute, bitte, es ist ein Mario Game. Warum musste man ein Mario Game von Steuerung her
so verhunzen. Ich meine, es wäre bestimmt nicht schlecht geworden, hätte man an der Steuerung gefixt, weil Mario springt noch schlimmer, als er es sonst schon tut. Hier, zum Beispiel, habt ihr es gerade gesehen? Er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Ich schwöre, ich habe auf den Springbutton gedrückt. Ich habe auf den verdammten Springbutton gedrückt und Mario tut es nicht. Er springt nicht. Und vor allem das hier. Wie soll man... Ja, was war das bitteschön? Game over, ja. Komm. Eine Chance gebe ich dem Ganzen noch und wenn das jetzt nicht ist, dann sage ich 100% dieses Game, dieses Mario Game ist Schrott. Ist absoluter Schrott. Ich meine, selbst Hack-Marios sind tausendmal schöner. Außer Kaiser Mario natürlich. Als das hier. Wenn selbst schon Kaiser Mario toller ist, dann weiß ich mir bei dem Game auch nicht mehr zu helfen. Ja, vor allem, was war das? Was war das, bitteschön? Was zum Teufel war das? War das gerade ein Glitch oder wie? Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gedrückt, ich habe einfach nur... Ich stand auf der Plattform und sie ist verschwunden. Sie ist einfach mal verschwunden. Und vor allem, was... Bitteschön, war das eben für eine komische Entec oder was auch immer das war. So, komm, ich versuche jetzt einfach mal hier ganz geschwind hoch. Die fällt... Die fallen runter. Ach, die fallen runter, okay. Komm, ich will wenigstens die erste Stage hiervon schaffen. Moment, bin ich gerade... Stand ich gerade auf der Wolke? Oder wie? Ja, ich stand gerade auf der Wolke. Oh Gottes Willen. Dieses Mario-Game sagt mir überhaupt nicht zu. Ich finde sogar, das ist eine Beleidigung für die Mario-Reihe. Ich meine, guckt euch allein schon mal an, wie langsam Mario läuft. Das ist doch wirklich traurig, oder? Und vor allem, es wäre bestimmt ein gutes Spiel geworden, dagegen ist nichts zu sagen. Ich habe es auch nie irgendwie in Deutschland gesehen, ein Mario 4. Aber wenn ich gerade das so spiele, dann kann ich wirklich verstehen, warum es hier nicht erschienen ist. Denn das ist wirklich absolut nicht mehr feierlich. Ich finde sogar, das Game ist teils für ein Anfangslevel viel zu schwer für ein Mario-Spiel. Viel zu schwer. Kann auch sein, dass ich teils ein kleiner Mario-Nerd bin. Wie man früher schon gesehen, aber ansonsten sagt mir das gerade nicht wirklich zu. Und ja, klasse. Ja, welche Bewertung gebe ich dem Spiel? Von der Musik her... Ja, von der Musik her muss ich sagen 3, weil... Na gut, 3,4 von der Musik her, weil es ist ja immer noch sehr schöne Mario-Musik und... Ja. Aber die Controllings kriegen von mir eine 2,3, weil das ist nicht gerade... Sind nicht gerade die besten Mario-Controllings, finde ich. Und, ja. Vom Gameplay her sage ich mal auch so 2,3, weil ja gut, ich würde sagen, des Weiteren enthalte ich mich der Meinung dieses Spiels
und gehe mal zum nächsten über. So, das dritte Game von heute ist auch von Namco. Und zwar Pack in Time. Mal sehen, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Pac-Man-Spiel. Ein Side-Scroller, wie ich von der Vorschau bereits gesehen habe. Und ja. Sieht bisher ganz nice aus. Es ist ein Pac-Man-Game, da kann theoretisch nicht viel schief gehen. Mal gleich gucken, wie die Controlling sind. Auf jeden Fall irgendwie recht gewöhnungsbedürftig, aber okay. Ja, die Controllings sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Stacheln scheinen also Instant Kill zu bedeuten. Fungiere ich vielleicht wie so eine Art Gummiball oder so? Okay, da sind also Stacheln. Gut, ich muss sagen, also theoretisch recht okay vom Spiel her. Lässt sich auch relativ angenehm steuern. War das gerade ein aufgeladener Schuss oder habe ich gerade mich getäuscht? Gut, das war jetzt Exit. Passwörter gibt es ja zum Glück in einem gerechten System. Ich muss sagen, schlechtestes Spiel nicht, finde ich. Ich finde das gerade relativ in Ordnung. Macht auch gerade relativ Spaß, das zu spielen. Und was richtig gerade fetzt, ist die Musik. Die fetzt gerade irgendwie richtig. Demnach kriegt die Musik von mir schon mal irgendwie, ja. Ich kann der Musik eigentlich gerade bloß eine 4 geben, ja. Weil das ist richtig flotte Ingame-Mucke, finde ich. Macht gerade Spaß. Gut. Klassisch Pac-Man One-Hit und der ist down. Man kriegt Passwörter nachgeschmissen nach jedem Level. Das ist dafür, dass man nur einmal getroffen werden darf, ein relativ faires System. Die Spinnen kommen mir gerade von DuckTales bekannt vor. Euch vielleicht auch. Und ja. Von den Controllings bin ich bisher auch ganz zufrieden, obwohl ich nicht gerade weiß, was das jetzt bedeuten hat. Okay, kann irgendwie tauchen oder so. Oder kann er nicht tauchen? Er scheint gerade nur schwimmen zu können. Aber er kann irgendwie buddeln. Controllings haben sie einigermaßen gut gemacht. Auch die Musik haben sie relativ gut hinbekommen. Auch wenn ich jetzt gerade nicht verstehe, wie ich das jetzt hier zu machen habe.
Doppelschmeins von 3. Gut, es gibt bestimmt immer so ein Level, was am Ende... Ach, Select ist tauchen. Guck an. Das ist ja mal eine sehr interessante Tastenbelegung. Gut, mein Schlussresümee. Musik 4. Steuerung 3,4. Gameplay 3,4. Deswegen würde ich sagen, insgesamt 3,4 für das ganze Game. Jo. Ist relativ vertretbar. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part oder am nächsten Samstag wieder. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.